Ich möchte heute zeigen, wie man ein Diagramm zu einer vorgegebenen Wertetabelle zeichnet. Das Ganze soll sorgfältig gezeichnet werden. Das heißt, wir brauchen einen Spitzenbleistift und ein Geodreieck und zum Beschriften nachher dann noch einen Füller. Wir schauen uns zunächst einmal die Ausgangsgröße in der linken Spalte ein. Damit das Diagramm ausreichend groß ist, soll es zum Beispiel so eine halbe DIN A4-Seite groß sein, bitte. Wenn hier die Zahlen 0 bis 5 in der linken Spalte als Ausgangsgröße stehen, ist mir das mit 5 cm ein bisschen wenig. Nehme ich mal 10 cm, einen Strich alle 2 cm. Und für die Höhe des Diagramms schaue ich die zugeordnete Größe hier in der Y-Spalte an, 0 bis 25. Das werde ich nicht auf einer DIN A4-Seite überhaupt hinbekommen. Dann nehme ich mal 12,5 cm. Damit ist die Hochachse oder Ordinatenachse 12,5 cm hoch. Und bekommt alle halbe Zentimeter einen Strich. Das mache ich gleich mit Füller. Und die Rechtsachse oder Abszissenachse, sagten wir, ist 10 cm lang und bekommt alle 2 cm einen Strich. Damit haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5 Achsenbeschriftung bitte nicht vergessen. Und hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 12, oben wäre die 25, hier haben wir noch die 24, Man kann hier schon erkennen, dass die beiden Achsen durchaus unterschiedliche Strichabstände, unterschiedliche Skalierungen haben können. Das ist völlig okay, solange das Diagramm insgesamt groß genug ist. Und jetzt trage ich die einzelnen Punkte ein. Der erste liegt an der X-Achse bei 0, an der Y-Achse auch. Also hier ein kleines Kreuz. Der nächste bei 1, 1. X-Achse 1, Y-Achse 1. Immer genau gucken, wo das auf den Achsen dann auch wirklich zu finden ist. 2, 4, 3, 9.4, 16. 5, 25. Und dann werden die einzelnen Punkte bitte nicht einfach mit einer geraden Linie verbunden, sondern mit einer gebogenen Kurve, die möglichst gut zu allen Punkten passt. Einzige Ausnahme, wenn die Punkte von sich aus natürlich schon auf einer Geraden wirklich lagen, dann wäre die gerade Linie angemessen. Das ist hier aber nicht der Fall. Das kann durchaus etwas Übung erfordern und im Zweifelsfall kann man das auch nochmal radieren und neu machen. Hier oben darf die Linie noch weiterführen, um zu verdeutlichen,
dass das Diagramm dort weitergeht. Hier unten korrigiere ich ein bisschen, weil ich mit meiner Zeichnung nicht ganz zufrieden bin. Vielleicht noch ein paar Worte zu den einzelnen Punkten und Achsen. Das rechte ist die waagerechte Abszissenachse oder Rechtsachse. Und weil in unserem Fall die Ausgangsgröße mit einem X bezeichnet ist, kann ich sie auch X-Achse nennen. Das hier ist die senkrechte Ordinatenachse oder auch Hochachse. Und in unserem Fall hat die Tabelle dort die Überschrift Y, dann kann ich das Ganze auch Y-Achse nennen.